GCK Lions schaffen die grosse Sensation und rühren Ambri Piotta in der ersten Runde aus dem Cup. Für einen Spieler war es ein ganz besonderes Spiel. Der Patrick Seidler hat in der letzten Saison nämlich noch für Ambri gespielt. Ja, vor dem Spiel war ich ein bisschen nervös, habe ich schon ein bisschen überlegt. Aber nachher, sobald es auf dem ersten Einsatz war, war es eigentlich vergessen. Dann ist man so im Spiel drin, dass man gar nicht an das denkt. Aber umso grösser ist die Freude nach dem Spiel, wenn man hier gewonnen hat und gegen eigentlich den Ex-Club kann gewinnen und das im Cup als Underdog. Der 4:1-Sieg musste hart erkämpft werden. Der GCK-Verteidiger ist dementsprechend mit seinen Ex-Kameraden umgegangen. Wir haben gekämpft wirklich bis zum Umfallen. Wir haben Schüsse blockiert. Ich weiß nicht, wie viele Schüsse wir blockiert haben, aber ich habe das Gefühl, es waren etwa 30 Schüsse, die wir blockiert haben. Und, ja, wir haben auch wirklich alle gekämpft, sind als Team auftreten, haben das Fünfte zusammengespielt. Und ich glaube, so haben wir nicht unverdient heute gewonnen. Ja, ich glaube, das Herzspiel, das ist mein Spiel, und ich muss das in jedem Spiel reinbringen. Und aber jetzt ein Trash-Talk oder so ist nicht gross gesetzt nach dem Spiel. Haben wir uns noch eine gute Saison gewünscht und ja, dann ist eigentlich alles und das andere ist dann eine private Sache. Eine gute Saison ist es für Ambri mit dem Meisterschaftsstart und dieser Cup-Blamage definitiv nicht. Wir haben es versucht, aber es war nicht genug. Sicher, wir haben das vielleicht von ein bisschen hochgenommen. Wir haben gedacht, es wäre einfach, aber so ist es nicht. Aber ja, wir müssen Kompliment zu den kleinen Löwen. Sie haben gut gespielt, intelligent gespielt und ja, sie haben das verdient heute Abend. Und für die kleinen Löwen geht jetzt Göpp Merli noch ein bisschen weiter.